Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sage ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Oh, mein Kopf. Oh, sachte, ganz langsam. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia, denk nach. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Seine Puppe. Die hätte er nie einfach so zurückgelassen. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, schon auf dich gewartet. Komm mit. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Ein
Eine Ritterfigur. Eines seiner Spielzeuge. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Hugo, wo bist du? Hör auf zu brüllen! Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht! Na, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Ach, lacht nur, solange ihr noch könnt. Na, wie haben Amicia! Ich bin hier! Alles wird gut, Hugo! Es ist vorbei! Geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Sieh mal, Hugo. Eine Blume. Das ist eine Narzisse. Willst du sie? Aber gerne. Du bist mir nicht mehr böse, oder? Ich hatte Angst, Hugo. Ich auch. Aber jetzt ist es vorbei. Madame Narzisse wird auf uns aufpassen. Ja. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Hugo! Hugo, nein!